Hallo. 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 Ja, was mir eingefallen ist. Der Taxifahrer, der uns hier hingefahren hat, ne? Ja? Der hat da was von zweites Gotteshaus gesagt. Was hat er gesagt? Vielleicht sind die gar nicht mehr hier, sondern woanders. Wo soll das sein? Ja, das weiß ich nicht. War denn was drin in dem Haus? Ja, hab gerade geguckt, da ist gar nichts. Überhaupt nichts. Gar nichts? Ne, gar nichts. Wolfgang, wie geht's dir? Ja, aber der hat ja gesagt, pass auf, der ist ja geradeaus weitergefahren, dann muss das ja da sein. Da, hier hinten? Ja, der ist ja hier vorbeigefahren. Ja, wer weiß, wo das ist, wie weit das ist, ne? Willst du Taxi anrufen? Ja, aber wenn das jetzt hier vorne um die Ecke ist, dann fahren wir ja nur 10 Meter. Ja. Ja, dann komm gucken. Da. Da. Wo der da? Da das große Gebäude, das ist der Tempel der Wollust. Ach, du bist bescheuert. Da war ich schon mal drin. Was für ein Tempel der Wollust? Da hat meine Mutter gearbeitet. Da habe ich jeden Abend warten müssen in so einem Zimmerchen. Ja. Kann ich mir bei dir vorstellen. Ja. Das ist aber kein Gotteshaus, Schätzchen. War aber ein komisches Haus. Da brannte nie Licht, war immer dunkel. Ja, für die Sachen, die da stattfinden, brauchst du auch kein Licht. Ach so. Ja. Ja, deswegen hast du ja auch das spitze Hütchen, damit man erkannt hat, dass du das bist. Ja. Ja, mich immer auf den Kopf getätschelt. Ja. Ja, dann wussten die gleich, nee, bei dem nicht. Ich ruf Taxi. Okay. So, lass mal gucken. Hier. Donner Kapokobel von Ihrem Po, hallo. Hallo? Ja. Hallo. Hallo. Hören Sie mich? Ja. Sie mich ja auch? Ja, ich höre Sie auch. Wunderbar. Das ist schön. Ja. Was da? Was kann ich für Sie tun? Sie könnten Sie mich fahren? Uns? Ja. Okay. Dann bis gleich. Wo denn? Wie? Ach so. Wissen Sie, wo das Gotteshaus ist? Das alte Gotteshaus. Nee, das geht nicht. Wie weiß denn man nicht? Wo ist denn das hier? Wo ist denn Rockford das? Hills. Rockford Hills irgendwo. Rockford Hills an der Kirche? Ja. Alles klar, ich schicke jemanden vorbei. Okay, danke schön, tschö. Bitte schön, tschüss. Der schickt jemanden vorbei, sagt er. Vorbei, ja. Okay, gehen wir wieder dahin. Ja, zurückgehen. So, warten wir hier, ne? Warten wir hier. 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 Gibt's hier auch einen Partybus? Für Party machen? Willst du Party? Ne. Ich würde gerne an der Tankstelle arbeiten. Ne. An der Tankstelle? Mhm. Und dann? Dann kommt immer so ein Partybus und der macht immer dung, 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 dung. Und die tanzen so komisch, die Leute. Ja. An der Tankstelle? Mhm. Okay. Kufte, wie geht's dir? Golf Diesel, ne? So, wacht mit ihr auf Taxi. Tja. Guck mal, ob ich noch Bonbon einstecken kann. Was für Bonbon? Ja, Bonbon oder so. Ja, was zu trinken, warte mal so. Oh. So. Das dauert aber lange, ne? Bis ja, er hat sogar erst angerufen. Ist ja auch ganz schlimm Verkehr, wie du siehst. Ja, hatte. Wie Verkehr, was? Ja, auf der Straße hier, guck grad, total was los. Ja, war da Hupen und so. Ja.
Wann hattest du letztes Mal Verkehr? Boah, lass mal überlegen. Schon eine Weile her. Du? Ja, seitdem du dicker geworden bist, schon länger nicht mehr. Du möchtest nicht, weil ich dicker geworden bin. Hab ich nicht gesagt. Liegt es einfach daran, dass ich... Ach ja, okay. Müsste halt mal näher ran. Oder ja. Warten wir hier auf Taxi. Ich bin mal gespannt, wo das ist. Da kommt Taxi. Da. Wo? Ne, das Fußgänger, ne? Ja. Also das Taxi ist frisch gewesen. Pass auf, die kommen uns zu Fuß abholen, glaube ich. Meinst du, das ist eine Trägerin? Ich frag die jetzt, warte, komm. Entschuldigung. Ja. Sind Sie vom Amt, vom Taximann? Kommen Sie uns tragen, wohin wir wollen? Nochmal bitte was? Sind Sie von Taxi? Sind Sie ein Träger? Nee. Also, ach so. Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Sehr schön ab. Noch tschüss. Wiedersehen. Du könntest auch mal was Hübscheres anziehen, oder? Wie so ein graues Mäuschen. Jetzt dauert es aber schon lang, oder? Ja. Weißt du was? Ja, Rasenmäher. Jetzt nicht mehr. Da kommt ein Taxi. Wo? Da hinten. Ja, da. Soundmaster, wie geht's dir? Da kommt er. Napi, alles gut? Was ist denn das? Das ist wie ein Würstchenfahrzeug oder so. Ach du Scheiße, kann ich auch vorkommen? Ach du Scheiße! Wunderschön! Guten Tag! Guten Abend! Guten Abend, Sie haben ja einen heißen Schuh, haben Sie ja. Ein Schuh? Ja, wie Sie angebraust kam gerade. Ehrlich, war ich so schnell? Ja, kein Problem. Dann kommen Sie auch schnell an jetzt, Sie. Das stimmt. Ja, das sagt... Ja, aber da wollen losfahren, bitte. Wo wollt ihr denn hin? Zu der richtigen Kirche. Anderes Gotteshaus. Kennen Sie das? Nee. Ich kenne mich mit Gotteshäusern nicht so gut aus. Sind Sie nicht fromm? Nein. Warum? Halt da nicht so viel von. Können Sie nicht beten? Ich möchte nicht beten. Wollen Sie nicht beten? Nein. Wollen Sie nicht, ne? Nee. Nee. Trotzdem müssen wir dahin jetzt fahren. Wissen Sie, wo das ist? Dann würde ich Ihnen das Navi geben. Nee. Leider wissen wir das nicht, aber der letzte Taxifahrer sagte, das wäre hier das alte Gotteshaus und da gibt es jetzt ein neues Gotteshaus. Und jetzt, der wollte hier gerade ausfahren, aber weiß nicht wo. Ja, also es gibt noch eins, das ist ungefähr hier, da ist so ein Friedhof, da könnte es eventuell sein. Ah, Friedhof? Ja, das ist auch so ein kleines... Es ist aber keiner gestorben. Also auf jeden Fall nicht heute Morgen. Was für ein Funk? Natürlich ist er nicht im Funk. Ja, wir haben jetzt Funk im Taxi. Jetzt? Ja, wir haben Funk im Taxi. Ich guck mal kurz den Kollegen an. Ja, machen Sie ruhig. Das wäre total lieb, danke. Hätte ich dich heute... Hi, Andrew. Weißt du, wo das neue Gotteshaus ist? Das hier soll das alte sein, ich soll jetzt zum neuen fahren. Gehen alle nicht zur Beichte. Hey, die sind alle überfordert gerade. Oh, feier. Die kennt sich gar nicht hier aus. Nee. Ja, wenn sie nichts mit dem Gott zu tun hat. Frag mal die Polizisten, das ist eine gute Idee. Nee, die glaubt nicht, ne? Ja, die glaubt nicht an Gott. Das heißt nicht, dass sie nicht glaubt. An was glauben sie? Ich glaube an die Liebe. An was? Oh, an die Liebe. Das ist ja romantisch. Ach du Scheiße. Mhm. Da mal glaubt er nicht dran. Ich glaube an die heiligen Aztalecken. Ja. Bewahren Sie sich das bestimmt. Ist das sehr, sehr wichtig für Sie. Wann geht's denn los? Wenn wir wissen, wo wir hin müssen. Aber haben wir Ihnen doch gesagt. Ja, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ach so. Und die Polizisten wissen auch nicht, wo das ist. Ja, sind was machen Sie wir neu? Jetzt? Im Taxiverbund? Nee, eigentlich nicht. Ach so. Was, Andrew?
Kostet jetzt schon Geld, wenn wir hier sitzen? Nee, der Fahrgast ist bei mir im Auto. Der möchte zur neuen Kirche, aber weiß nicht wo. Ich hab da eine Vorstellung jetzt. Ich muss da hin. Ja. Ist eine Tankstelle in der Nähe? Hier? Wo die neue Kirche ist? Ich guck mal. Ah, okay. Er hat's mir jetzt gerade angezeigt. Ich fahr mal dahin. Danke, Andrew. Ciao. Und nein, wenn wir hier stehen, kostet das noch kein Geld. Nee? Nein, natürlich nicht. Jetzt aber, ne? Jetzt, ja. Weil ich muss. Wie viel kostet das überhaupt, dahin fahren? $8 pro Meile. Das kommt jetzt drauf an, wie viel Meilen es sind. Und dann nochmal $5 pro weiteren Fahrgast. Das heißt, Ihre Begleitung kostet $5. Ich hab 7,77. Reicht das? Ja, das reicht locker. Sind Sie denn fromm, anscheinend? Ja, ich bin ein Priester. Sie sind ein Priester? Okay. Ja. Können Sie auch vermählen? Was kann ich wählen? Vermählen. Vermählen, ja, ich wähle alles. Verheiraten, können Sie jemanden verheiraten? Ja, klar kann ich verheiraten. Klar. Bin vom Allmächtigen bin ich betraut worden, die Vermählungen zu vollziehen hier. Wollen Sie heiraten? Ja. Okay. Wann? Jetzt? Nein, ich muss erstmal planen. Planen? Also. Hier, das ist doch der Friedhof, wo ich sie. Das ist die Kirche, wo ich sie hinbringen wollte jetzt. Was? Hier ist gleich kommt hier ein Friedhof. War das hier oder ist der. Nee. Gerade an einem vorbeigefahren. Aber die weiß gar nicht, wo die hinbringen. Das kostet alles unser Geld. Sie wissen ja nicht, wo sie hinwollen. Ja, aber sie sind Taxifahrer. Ja, aber keiner meiner Taxifahrerkollegen und nicht mal das PD wussten, wo die Neukirche ist. Also, entweder betet hier niemand oder es gibt gar keine. Da vorne war eine Kapelle oder sowas am Friedhof. Ja, genau. Hier links. Hier links, ja. Ich glaube, da kann ich nicht drauf fahren. Dann muss ich sie hier irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob das die richtige ist, ne? Da steht aber ein Auto. Da steht ein Auto, das stimmt. Vielen Dank fürs Fahren. Dankeschön, meine Messdienerin, Kollegin bezahlt das. Ja, die Dienerin bezahlt. $13 bitte. Wie 13? Was haben wir denn mal mehr? Das waren eben 7. Möchte jetzt $13 haben? Ja. Scheiße. Oh, jetzt habe ich ein paar Sekunden dabei. Strecke sie mal das Patschhähnchen aus. So. Vielen Dank. Bitteschön. Und Dankeschön, schönen Abend. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Meint sie sich mal richtig? Was? Abraxacatanum. Zimmer, ne? Hallo. Entschuldigung. Hallo. Augen dich. Was sagen Sie? Ja, da traut man doch seinen Augen nicht. Guten Tag, Herr Schmoker. Hallo, Frau Lollywop. Wie geht's Ihnen? Frau Jones. Was? Jones. Ja, Jones. Frau Jones, wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's gut. Haben Sie Dürüm gesehen? Nein. Haben Sie schon wieder Ihre Frau verloren? Was? Ja, zwischendurch kommt mir das so vor, als wenn Sie Ihre Frau verlieren. Ja, habe ich gar nicht. Wir wollten mal in das neue Gotteshaus gucken gehen. Ja, dann rufen Sie sie doch. Soll ich mal gucken? Ich habe die Tage schon mal angerufen. Ich guck mal. Ja, die war gerade noch vor mir und jetzt. Ich ruf mal an. Wo hab ich sie denn? Nee, geht nicht ans Telefon. Da hab ich sie. Die geht nicht dran. Oh, nicht erreichbar. Ja, die war aber gerade noch hier. Ist das mein Fahrrad da? Da müssen wir. Weiß ich nicht, Sir.
Nee, ist nicht mein Fahrrad. Sagen Sie, Sie hatten doch mal ein Auto von uns. Ja, was? Hm. Ja, ist nicht mehr da. Ach so. Wir waren bei Polizei, weil wir hatten auch eigene Auto, ne? Und ist weg. Weil wir haben Polizei abgeschleppt, Auto, ne? Und wenn hat nichts Reifen und Profil, dann sagt Autopolizei, weg, versteigern. Ach, du ahnst es nicht. Ja, hey, Mine, ne? Oha, oha. Da war mein Körper noch nicht bereit. Da war... Herr Spuker, wo ist Ihre Frau? Was? Wo ist Ihre Frau? Die müssen wir jetzt mal anrufen, zack. Ich weiß schon nicht, die war eben gerade hier. Weiß nicht, wo die ist. Die geht nicht ans Telefon. Ich versuche sie gerade zu erreichen. Ach, gut, es ist wie es ist. Wollen Sie schon mal reinkommen? Ja, wo reinkommen? Ja, in die Kirche. Sie wollten sich doch. Ja. Ja, da ja. Ja, kommen Sie mal mit. Muss ich Schuhe ausziehen? Nein. Die Hose? Nein, lassen Sie alles bloß an. Scheiße, was ist denn das hier? Ja, kommen Sie mal mit, komm. Das ist ja wie, das sieht ja aus wie ein Puff, wo meine Mutter gearbeitet hat. Was? Die hat im Gotteshaus gearbeitet? Nee, Puff. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Da ist sie. Ach, gut, dass Sie da sind, Frau Düdüm. Frau Schulz. Frau Schmoker, hallo. Oh, kommen Sie mal her. Oh, ist das schön. Ja. Wo stehen denn hier die Konserven? Warte mal. Frau Schulz, wie geht's? Jetzt mal gucken gehen. Was ist denn das hier? Ich werd bekloppt. Guck mal. Eine Gitarre. Kann man das nehmen? Halt. Ist leer. Was? Der ist ja nicht da. Das ist ja... Der ist richtig frisch. Wollen Sie auch einen, Herr Schmucker? Was? Probier das mal, ist total lecker. So, kann ich mal was hier rausnehmen? Ja. Hm, danke. So. Ja, erzählen Sie mal, wie war die Reise? Was? Sind gut wieder hier angekommen oder was? Was? Was haben Sie gemacht? Gerade neben mache ich den Schrank leer, warten Sie. Nein, das meinte ich nicht so. Ja, Hallöchen. Ja, Hallöchen. Ja, guten Tag. Guten Abend. Guten Tag. Sieht man Sie auch noch mal? Sind Sie Messdiener? Ach ja, schau. Hallöchen. Wie geht's Ihnen? Nee, ich bin nur zum Zugucken da. Wie zum Ihnen auch alles gut? Sind Sie auch hier zum Zugucken? Okay. Ja, sehr schön. Ich auch, ne? Der, die Frau Jones hat mich gesagt, das wäre hier eine Wuff. Ja. Kann man gucken. Hanni, was erzählst du da? Nein, ich habe gar nichts vom Puff erzählt. Ich habe gesagt, meine Mutter hätte im Puff gearbeitet und das sehe so uns wie hier. Was? Also Sie wollen den Puff? Was? Komischer Puff. Nein, die Mutter hätte irgendwo... Welche Sie Mutter? Sie haben doch vorhin irgendwas gesagt. Ich habe gar keine Mutter. Ich bin verwirrt. Ich jetzt aber auch. Nee, ich will eine Seedworkerin werden. Ach so. Ja. Das ist aber schön hier, ne? Ja, finde ich auch. Ja. Yes. Haben Sie schon die Bilder gesehen, die hinten an der Wand sind? Bin immer noch ich habe gesehen, dass die Schränke hinten leer sind. Ja. Ah, da müssen Sie sich dran gewöhnen mit der Verwirrung. ja, ich verwirre gerne mit, das ist kein Problem. Ja, verwirrt mich doch einfach alle, ist doch überhaupt kein Problem. Was für Bilder meint die? Ja, kommen wir hier mal durch hier. Kommen Sie mal mit, Herr Schmucker. Wir gehen zeigen Sie doch vor. Ja, da an der Wand, die meint sie. Ja, gehen Sie doch vor, Frau Jones. Ja, danke, Sir.
Die wird auch immer älter. Ja. Merkt man das? Man ist aber ein garstiger Hobbit im Moment. Ja, ich weiß. Schöne Bilder, ne? Da. Richtig gut. Was ist denn das? Richtig gut. Was soll das denn sein? Was ist? Das da. Das sind Engel. Machen die da eine Orgie? Da war, nee. Ich nicht. Nein. Da nein. Sind aber alles nackt da vorne. Kommen Sie gucken, da. Da. Es. Was ist denn da, mit Ihnen? Die haben doch da hängen die Pipi-Männchen runter. Ich hab das na, gesehen. Da sie, na, nein, Quatsch. Sie, da regnet es. Warte, jetzt muss ich mal genau hingucken. Na, ja. Da regnet es einfach Kinder nein, vom die Himmel. Haben alle was an. Die haben doch da was an. Die haben da regnet es. Da regnet es Kinder von Himmel, die Flügel haben. Ach so. Aber die haben auch Schwerter, ne, die Engel. Ja, ja. Die riechen. Ja? Guck mal, die haben Schwerter. Was ist das denn für ein Bild? Ja. Ja, das ist, glaube ich, das ist hier, das ist Jesus, ne? Wer ist denn das? Kennt man den? Oder? Jesus? Ja, der mochte Kinder ganz gerne. Ach du Scheiße. Okay. Nein, aber nicht so. Nee, will ich gar nicht wissen. Dödem. Ja. Guck mal, pass auf, muss ich aufpassen hier, das ist ein ganz ja, komisches Haus. Da vorne, guck mal, da siehst du, hat die Frau gerade gesagt, da ist ein Mann mit einem kleinen Kind, ne? Ja. Die hat gesagt, der heißt Jesus und der mag kleine Kinder. Ja, genau, jetzt haben wir nämlich die Diskussion. Oh, weia. Ja. Er mag kleine Kinder-Diskussion. So, jetzt können Sie mal Ihre Fähigkeiten als Speedworkerin einmal bitte da bieten. So, Billy, zeig, was du kannst. So, was ist denn, was ist denn das Problem? Der Mann da, Jesus. Ja. Was macht er mit dem kleinen Jungen? Mann, der geht mit dem an. Jungen spazieren. Ich guck mir hat er den entführt? Nee. Aber der kleine Junge zieht sich so nach hinten weg, so als würde der weglaufen wollen. Und der Jesus zerrt so an ihm. Ja, der hat eine Blume gesehen. Bestimmt. Irgendwas Schönes, eine Blume. Und der Jesus sagt, ja. Und wenn er den entführt hat? Nee, das glaube ich nicht. Woher wissen Sie das? Ja, Jesus ist ein Mensch, der entführt keine Kinder. Sind ich werd bekloppt, mir wird einiges klar glaub, hier. Ja, der redet mit denen. Dudum. Und sagt ihnen, dass sie so gut sind, wie sie sind. Frau Jonas. Ja. Passen Sie mal auf, gucken Sie mal hier. Ja. Ich erkläre Ihnen jetzt die Lage, passen Sie auf. Oh, jetzt bin ich gucken gespannt. Sie mal, das zweite Bild von links da, ne? Wo die Halbnackten da allesamt tanzen. Wo die Kinder sind. Von Himmel fallen. Ja, nee, das ist eine Schlacht. Da kämpfen die um das kleine Jungen da, ja. Und da, gucken Sie mal, geht der Mann da mit dem kleinen Kind, was der hat da, geht dann hier zum Markt. Da wird das verkauft. Da. Der verkauft doch keine Kinder. Aber wo ist denn das kleine Kind auf dem Bild? Hier auf dem Bild. Da wird das verkauft. Ja, das ist wahrscheinlich schon in der großen Kiste da in der Mitte drin. Das wurde geopfert. Wir haben hier freie Interpretation. Das ist ja schön und gut. Aber hier werden keine Kinder verkauft und hier werden keine Kinder entführt. Hat die Frau gesagt? Geopfert werden die. Geopfert? Die werden auch nicht geopfert. Doch, bei den alten Aztalecken war das so. Da sind die Köpfe gerollt vom Altar runter, die ganzen Stufen. Ja, im Mittelalter war alles ziemlich. Da gab es auch kleine Drachen unten im Keller. Die nannte man dann. Wie nannte man die? Jones. Was? Ja, aber wieso sollten die Kinder denn geopfert werden? Weiß ja, weil nicht. Die das Blut trinken wollen fürs ewige Leben. Nee, das ist Satanismus, glaube ich. Wirklich? Ja, das ist eine andere Kirche. Das ist eine andere Religion. Das ist hier keine satanistische Kirche. Sir Greenlight, danke schön. Okay. Okay. Monate, vielen, vielen Dank. Hier ist alles schön. Ich das, ob das eine satanistische Kirche ist. Sidmania, danke schön für den 33. Monat. Vielen, vielen Dank. An der Inneneinrichtung ist es so schön hell. Ja, man erkennt es auch daran, dass hier tatsächlich christliche Kurzgeschichten gesprochen werden, jeden Sonntag. Was, Widinger? Kurzgeschichten. Ist das sowas wie vom Fernsehen, Lach- und Sachgeschichten? Ja, nur in... Aber hat Satan keine schön. Kurzgeschichten? Hat er nur Romane? Nee, der das hat auch Kurzgeschichten, aber die sind nicht so schön. Glauben Sie an Satan? Weiß ich nicht. Sie glauben doch an Gott, oder nicht? Kann man da nicht an den Teufel glauben? Also, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, der Teufel, wenn, dann geht er ins Gehirn. Jetzt wird's ja mal interessant. Aber das eine geht doch ohne das andere nicht. Genau wie Licht nicht ohne Schatten geht und Schatten nicht ohne Licht und so weiter. Wie soll es so denn sehe ich das auch. Also manche nicht? Glauben an den Teufel und manche nicht. Ich glaube an die heilige... Vagina. Ja? Da habe ich nicht gesagt. Wer ist denn die heilige Vagina? Wer ist das? Weiß nicht, fragen Sie meine Frau, die hat das gesagt.
Ja, das kommt wollte der mal. Sagen, die ist auf der Suche nach, der findet sie anscheinend nicht. So, komm, so, kommen Sie mal mit raus. Wir müssen raus hier, an die frische Luft. Sie arbeiten hier? Ja, ich bearbeite in Zukunft hier. Ach so. Als Streetworkerin. Streetworkerin. Ja, ich helfe Menschen, die auf der Straße leben. Ich bräuchte ganz viel. Ganz viel Hoffnung brauchen Sie? Ja. Was für Grün ist? Was ist das? Grün für die Hoffnung. Haschisch? Wieso brauchen Sie Hoffnung? Haben Sie keine Hoffnung? Manchmal nicht, das kennen Sie bestimmt. Sie? Ja, kenne ich auch. Ah, okay. Ich kenne das. Manchmal verliert man die Hoffnung und dann kommt da jemand mit einer grünen Jacke. Und dann hat man wieder Hoffnung. Ja, das stimmt. Ja, die Frau Jones hat grüne Jacke. Die hat eine grüne Jacke. So Windfarben, ne? Das ist so eine helle Jacke, ne? Ja. Und was machen Sie als Streetworker da? Ich helfe Menschen, die auf der Straße sind, obdachlos sind. Ja, wir. Oder... Ja, und baue mit denen eine Beziehung auf. Also nee, habe ich schon, brauche ich nicht. Na, ein Vertrauen. Und rede mit denen. Und bauen sie auf. Ja, und guck denn, ob ich für die Leute, die irgendwie helfen kann. Wie viele Beziehungen haben Sie denn am Laufen? Ja, gerade noch gar keine. Billy, erzähl mal. Das interessiert mich jetzt auch. Gerade noch gar keine, sie aber haben ich, keine ich habe Beziehung. Och, ich habe freundschaftliche Beziehungen. Geht das denn schon lange bei Ihnen so? Ja, doch. Brauchen Sie irgendwie Hilfe? Wollen Sie liegt das denn an Ihnen oder Ihrem Partner? Nee, nee, ich weiß das nicht so genau, ehrlich gesagt. Ja, das ist doof, ne? Ja, ein bisschen, aber wenn man so alleine ist, ist nicht schön, ne? Brauchen Sie auch was Grünes? Ja. So, jetzt können wir alle so zusammenstehen. Was haltet ihr denn alle davon, wenn wir mal eine Pizza essen gehen und eine Cola trinken? Wir haben kein Geld. Oh ja, finde ich schön. Nein, wir laden euch ein. Genau. Das hört sich aber toll an. Ist das Geld, was Sie aus der Kollekte geklaut haben? Nein, Ihre Smoker, das bezahle ich selber. Also, was ist denn falsch mit Ihnen? Im Moment habe ich das Gefühl, Sie müssen mal Ihren Kapper da oben ein bisschen lüften. Also als allererstes mache ich Beziehungen auf. Was machen Sie, Beziehungen auf? Ja. Wie auf? Ja, ich baue Beziehungen auf zwischenmenschlich. Ach so. Sollen wir los? Ja. Lass mich noch mal eben kurz hier meinen Kaffee wegbringen. Ja, ich gehe da auf Toilette. Ja. Ich beeil mich. Ja. Ich schaffe nicht mehr bis dahin. Ja, gut. Es drückt. Gut, dann gehen wir schon mal langsam. Wir haben kein Auto. Parkplatz hier. Unser Auto wurde versteigert. Ja, kommen Sie mal mit. Weil wir das nicht abgeholt haben, hat uns keiner gesagt. Was war denn nochmal Ihr eigenes? Was war das? Dieser kleine Weiße. Der kleine Weiße, da hatten wir... Ach die, waren das $3,000 für bezahlt oder so, ne? Mhm. Ja. Alles Knutschkugel war das. Ja. Ah, ja, stimmt. Die hatte ja irgendwie einen Namen, ne? Wissen Sie, was auch ein schöner Name wäre? Kunibert. Was? So bauen Sie sicherlich keine Beziehung auf. Ich sag's Ihnen so gleich. So kriegen Sie aber keinen Freund. Also wenn Sie zweifeln, woran das liegt, das könnte vielleicht der Grund sein. Der Name... Der Name. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Der Name? Wie heißen Sie? Billy. Was? Billy? Billy. 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 Ja. In dem gelben Outfit steht Billy, ja. Ach, Billy. Mehr muss ich nicht sagen. Ich aber meinen Sie, wegen dem Kunibert geht das nicht? Ja, wenn Sie mit sowas kommen, ne? Sie wollen ja Beziehungen aufbauen. Sie wirken so ein bisschen seltsam. Ich meine, ich sage Ihnen das jetzt, weil ich bin selber seltsam. Ja, doch, ich deswegen bin offen für Feedback. So, ne, von seltsam zu seltsam. Und ja. Schon so ein bisschen. Ja. Seltsam. Wie kann ich das solch einer stehen so? Nee, Sie müssten so ein bisschen so mehr wie die Masse sein. Sie sind noch zu komisch. Wie denn? Ja, das lernen wir noch. Springen Ihnen dann schon bei. Ja. Ja, komm, wir gehen schon mal zum Parkplatz. Wir sehen auf Parkplatz. Ich möchte auch. Nein, wir haben ja noch den großen oben. Wir müssen unseren. Ja mit 4 Sitzer fahren. Ja, aber ich muss doch erst lernen. Ist das unser Auto? Sie lernen jetzt unauffällig sein. Das ist mein Auto. Okay. Und der Große ist von mir, ne? Der Große ist von was? Von mir, ne? Wem gehört denn das tolle Tochter? Mir. Also der, das ist jetzt meiner hier. Kann ich mal fahren, Frau Jones? Oh Gott, Sie wissen Bescheid, Frau Jones. Ja, lassen Sie. Na, Herr Schmucker, das machen wir vielleicht mal nach dem Essen. Ja, wenn er einen Intus hat. Ja, nee, dann gerade vielleicht nicht. Wo gehen wir denn überhaupt was essen? Ja, hier gibt's eine gute Pizzeria. Ist die auch auf? Wie heißt sie denn? Weiß ich nicht, ob die auf hat, werden wir sehen. Wenn nicht, fahren wir zum nächsten Rums.